Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Smite. Heute stellen wir uns endlich mal wieder einen neuen Gott, und zwar Artio, der Göttin der Bären. Ja, wir wollen mal schauen, wie es mit ihr geht. Aus meiner Sicht hat sie extremes Potenzial mit dem ganzen Crowd-Control, was sie besitzt. Ja, wollen wir mal schauen. Also ich habe mich extrem zurückhalten müssen, sie zu spielen. Und zwar spielen wir heute wieder mit Clear und dem Barker zusammen. Schauen wir mal, wie das wird. Sind übrigens nicht in der Konversation, beziehungsweise können sie mich hören. Aber andersrum nicht. Beziehungsweise doch, aber ihr nicht. So, schauen wir mal, wie das wird. Morrigan ist ziemlich stark. Loki ist aus meiner Sicht immer overpowered, aber wie gesagt, meine Sicht ist eh die entscheidend bei Loki. Und dann wollen wir mal schauen, wie das wird. Wir spielen die Göttin der Bären. Sie hat halt einiges an Skills drauf. Weil man die Ulti nur als ein Skill sieht, hat sie 7 verschiedene drauf. Und das Skill Change kostet weder Mana und hat nur eine, und hat nur eine Sekunde Cooldown, was ziemlich nice ist. Jetzt gerade seht ihr auch den Bären. Und dann wollen wir mal schauen, wie das gleich wird. Ach ja, ich spiele mal. Seit extrem langer Zeit spiele ich mal wieder auf Auto-Skills. Weil ich nicht genau weiß, was sich bei den Skills am meisten profitiert. Deswegen habe ich jetzt ein anderes Skill von Duke Schloss mal eingestellt, was ich jetzt erst skillen würde. War etwas irritiert. Warum? Weil er die Einzahl zuerst skillt. Was haben wir jetzt geht? Wir haben auf jeden Fall ein Squishy-Team. Das gefällt mir mal gut, wenn ich keinen Tank im Gegner-Team habe. Weil da kann ich ein bisschen mehr, ja, reindashen und aufhalten. Obwohl, dass man immer drauf aufpassen muss. Hier kann er noch relativ stark heimlich fertig machen, wenn er Quills und so hat. Und von Nisa darf man auch nicht wenig Angst haben. Und Zilla ist allgemein immer eine Damage-Bombe. Schauen wir, wie das wird. Gut. Ich werde relativ tanky bilden mit 2 Auren und einem passiven Effekt. Aber werdet ihr alle später noch sehen. Ich wundere mich gerade, warum ist da von Morrigan gerade 2-mal Morrigan drauf? Ach ja, kann ja ihr Doppelgänger erstellen. Aber warum schreit ein Doppelgänger? Trotzdem, ich find's komisch. Normalerweise können ihre Doppelgänger nichts machen. Warum schreit die eine und die andere sitzt rum und trinkt? Egal. Gut. Kommt ein Sound, echt? Kommt ein Sound für uns? Ich habe nie drauf geachtet. Nie. Obwohl, doch so ein ganz kleiner Sound, aber es kommt bei Loki auch, wenn er unsichtbar wird. Okay, gut. Machen wir auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass die Ladezeiten länger geworden sind irgendwie. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Gefühl von mir ist, aber das habe ich letzten Tage irgendwie schon ein paar Mal gedacht. Mal sehen, wer fehlt denn überhaupt? Ich glaube, dass die Scylla ist noch nicht geladen, aber ich kenne den Rahmen nicht. Ich kann es nicht safe sagen, ob die noch nicht geladen hat. Gut. Wir werden mal einen ganz besonderen Start machen, den ich nie vorher gemacht habe. Einen Start mit 2 Starter-Items. Und ich denke, ich nehme wie immer Medi. Es kann einfach nicht schaden als Supporter. Es gibt bestimmt bessere Items wie zum Beispiel Shell, aber ich denke mal, es ist okay. Außer etwas dagegen. Ihr müsst jetzt was sagen. Okay. So, dann schauen wir mal, was es ist. Lunos Mask nehme ich jetzt einfach, weil es mir einen HP-Vorteil gibt und wenn ich es ausgesteckt habe, halt ungefähr um die 350 so gerundet Goldbonus. Und die Gegner haben, wie ich gesagt, keine Frontline. Genau, das ist das richtig Nice daran. Die sind einfach alle voll squishy. Und das Besondere bei ihr ist einfach, dass sie einfach alles Notwendige hat. Sie kann den Damage der Gegner reduzieren. Sie kann die Gegner krüppeln, dass sie nicht weglaufen können. Sie kann sie stunnen. Sie kann sie rooten. Okay, das... Dann blute ich mal kurz. Okay, das ist... Ich muss ein bisschen aufpassen gerade. Ich wechsle mal kurz. Ich kann die Gegner slowen. Ich kann einfach alles Mögliche machen. Und wie wir sehen, machen wir richtig viel Schaden. Ah, schade. Kriegen wir dich ganz tot. Und ich muss aufpassen. Ich habe noch nicht so viel Def. Ich heile mich mal ein bisschen. Ja, für 30 jetzt nicht nur, ist auch übrigens auch ein Lifesteal-Effekt drauf. Ja, wir haben einen Kill geschafft. Und Zilla hat auch einen Kill geschafft. Schade. Ich habe leider kein Skill ready. Okay. Mein Skill war leider noch auf cool, dann tut mir leid. Ich hätte da besser agieren können, wenn ich einen Skill gehabt hätte. Aber wir hatten First Blood, richtig. Das war wenigstens ein Anfang. Muss ich eigentlich jeden Hit treffen oder root der letzte nur? Ich glaube, ich muss jeden treffen, ne? Oder letzten. Ist halt die Frage. Bei Bacchus ist es ja so, dass der letzte von seinen Röpser wirkt, während bei anderen Göttern, wie zum Beispiel der Ulti von Amaterasu, alle treffen müssen. Das ist die Frage.
So, kurz zu den Skills. Die 1 reduziert den, macht so eine Welle in dieser Form und reduziert den Angriff. Während, glaube ich. Was macht die 1 in der Bärenform? Das weiß ich gerade gar nicht auswendig. Macht nur Schaden, ne? Ja, macht nur Schaden, macht keinen besonderen Effekt. Meine ganz normalen Basic Attacks reduzieren, glaube ich, nicht. Doch! Machen Protect. Meine normalen Basic Attacks machen, glaube ich, nichts. Haben aber größere Reichweite als normale Basic Attacks. Und jeder Ability, die ich treffe, reduziert die Death der Gegner. Das bis zu 8-mal stackt, glaube ich. Und ich habe halt keinen üblen Lifesteal auf, weil ich halt so einen Tick-Lifesteal habe. Medi ist in 19 Sekunden übrigens ready. 19. 14. Mein Dash slowt, wie gesagt, weil ich in Bärenform bin. Meine 2 macht in Bärenform einen Stun, während die 2 in der Menschenform eine Krüppelaura hat, die halt das Weglaufen für die Gegner null nichtig macht. Ich hab's gesehen. Slowen wir sie mal kurz und stun sie. Okay, ich hab ein Problem. Da wurde ich überrannt. Ja, aber der Anfang ist ein bisschen schwieriger. Jetzt sollte ich langsam anfangen, Death zu bilden. Obwohl, Cooldown Boots. Das hier zu bekommen, der Start ist nicht gut. So, versuchen wir Amaterasu, also Damage. Okay, ich habe auch so den Kill genommen. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Gut, ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Ja, war gerade nicht so doll bis jetzt. Überlebst du das? Das ist ein Hades. Ja, wollte ich gerade sagen. Ha. Ja, schade. Okay, also. Was ist passiert? Bei der ersten Aufnahme ist das Problem gewesen, dass ich kein Internet mehr hatte und jetzt habe ich keinen Mana mehr. Nicht verfolgt, kein Mana. Und bei der zweiten Aufnahme habe ich vergessen, mach das sehr vorsichtig, habe ich vergessen, dass ich aufnehmen drücken muss und deswegen nehmen wir jetzt die dritte Runde auf. Ich habe gerade übrigens das zweite Mal schon anmoderiert. Ich hätte gerade fast schon wieder die dritte Runde auch vergessen, Aufnahme zu drücken. Ganz toll. Und ja, Mates, weiter so. Gut so. Ich kann sich stunnen. Nice, gestunt in der Fläche. Perfekt. Das ist ein guter Start, mal. Ausnahmsweise wenigstens. Und ich hau nochmal Damage rein. Ah, schade, nur einen getroffen. Gut. Ich muss halt versuchen, meine ganzen Skills gut zu kombinieren, um meinen Stun und meinen Slow richtig einzusetzen. Da ist ein Hard. Warum macht er das? So, beide geslowt. Beide geshreddet. Jetzt mache ich noch meinen Krüppel an und meinen Root. Und schon haben wir das auch überlebt. Schade, Bakka ist gestorben. Sehr schön. Okay. Trotz Verlust, guter Follow. Gute Hilfe. Okay, so kann man natürlich auch Kills machen. Ich will mich ein bisschen Lifesteal hochziehen. Das war gut, das war lustig. Hades wird hinter der Wand irgendwo stehen, denke ich, wenn ich ihn richtig gesehen hatte eben. Ja, da ist er. Okay, lassen wir es. Okay. Ich würde mich gerne zurückziehen bis hier, weil ich dachte, ich shoot ihn mal. Okay, es läuft gut. Gut, darf ich einmal Base gehen? Ich würde gerne Stone of Binding kaufen, damit ihr auch noch Pen bekommt, wenn ich sie sehe. Der Start war echt gut. Gut, freut mich wenigstens das. Läuft die Aufnahme? Ja, die Aufnahme läuft. Sehr gut. Das wär's jetzt noch. Okay. Das Wichtigste bei ihr ist halt, die Skills alle ineinander zu channeln, dass ich alles ineinander einsetze, damit ich meine Stacks voll bekomme, weil ich ja 4% Pen-Reduktion pro Skill bekomme und das bis 8-fach stackbar ist. Das bedeutet... Ach ja, dabei ist wichtig, meine 3 macht ja Tickschaden, also trifft öfters. Und jedes davon stackt einmal auf meiner Passiven hoch, was ziemlich OP ist. So. Oh, ich muss helfen gehen. Stunnen wir sie mal ein bisschen und hauen drauf. Warum kriege ich plötzlich Kills? Das ist gekrüppelt, sehr schön. Gut.
Ich weiß, also sagen wir es so, in den letzten, auf einer Runde, wo er jetzt nicht das Programm hat, weil ich zu doof war, Aufnahme zu drücken, habe ich keinen einzigen Kill bekommen. Und da habe ich irgendwie alle Assists bekommen und plötzlich mache ich irgendwie Kills, keine Ahnung. Seid vorsichtig. Oh gut, ich mach mal kurz hier hin, damit sie uns nicht herläuft. Bitte ist da rein, der Schlache. Nee. Ich muss sagen, ich bevorzuge die Bärform, weil man halt stunnen kann, wie ich gerade gemacht habe. nach deinem schönen Bandage nochmal hinterher gestunnt. Und weil man slowen kann. Ich weiß nicht, ich mach die Bärform lieber. Krüppel kann auch ziemlich praktisch sein, wie zum Beispiel bei Göttern, die auf ihren Escape angewiesen sind. Oh, ich hab nicht top mitigated. Doch, hab ich. Ich dachte gerade schon, hä? Warum? Hä? Natürlich hab ich top mitigated. Ich bin Supporter. Ja, du hast dich extra treffen lassen, damit ich lieber top mitigated bin. Nein, ich gucke nicht nach. Nein! Das sehe ich nicht aus. Ich glaube, er wird gleich reinulten. Achtung, wir sind nur zu zweit, wir müssen aufpassen. Na, er kann nicht reinulten, du hast recht, das ist Level 4. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich stun sie. Auf weiter. Oh, scheiße, ich krieg sie nicht ganz. Okay, greifen wir einfach an. Gut, und jetzt routen wir noch die anderen. Okay, ich hab's genommen. Sehr schön. Und du musst den Kill bekommen. Es läuft gut. Komm her. Ach Mann. Komm zurück. Also wie ihr seht, Lonos Mask zu nehmen ist zwar ein guter Start normalerweise, aber irgendwie ist es nicht mein Fall. Ich hab lieber früher Death und früher die Boots. Oh, das war knapp. Ich dachte, es würde mich nicht wundern, wenn Hades jetzt noch in der... Boah, das ist voll. Okay, ich nehme es zurück. Ich dachte immer wirklich, dass Hades hier nicht so extrem ist. Ich nehme es zurück. Sorry, Clear, ich glaube dir jetzt, dass Hades hier OP ist. Das war ja echt... Boah. Aber der Typ ist Level 5. Na gut, ein Penboots. Mehr Damage wahrscheinlich mehr hier, schätze ich einfach mal. Der Start ist ziemlich gut. Anubis hat noch ein Mana-Camp. Der war schon lange tot. Stunnen. Krüppeln. Und, ja, tot. Noch mal ein bisschen Mana aufhauen. Gut, jetzt haben beide meine Mates einen guten Feed. Läuft ziemlich awesome. Ich habe noch nicht genug davon, das zu tanken. Leider. Bakker, du bist ziemlich low. Oh, das... Das war Absicht von dir, oder? Das so risky zu machen. Gut. Damage kommst du. Gegner kommen übrigens. Das bedeutet, wir müssen vorsichtig sein. Gut. Stun. Oh oh, das war schlecht bei mir. Koppeln, Aura. Ich habe gerade gesehen, dass es wirklich heilt. Ja! Ja, ich habe den Kill noch bekommen. War es worth? Ich wollte eh mal Base gehen. So. Jetzt kann ich Death kaufen. Jetzt halte ich viel aus. Schön. Jetzt kann ich auch Tower und Phoenix tanken. Die Gegner sind hauptsächlich physischer Schaden. Mal gucken, was können wir denn schönes physisches kaufen defensiv? Halt auf der Minion Line könnte ich kaufen. Oder Mystical Mail. Ach komm, Mystical Mail ist mir gerade nach. Schade. Jetzt haben wir. Jetzt übertreiben wir es wieder, weil es läuft einmal gut und wir übertreiben es. Ich bin unterwegs. Ja, aber gleich bin ich alleine. Alles gut. Ich mobb nur ein bisschen. Okay. So, jetzt kommen die Gegner. Ich mache mal kurz die Wave clearen. Das kriege ich, glaube ich, noch halbwegs hin. Okay, ich bin besser. Ich bin auf jeden Fall stärker als Hades. Das freut mich. Aber er ist auch low level. Oh, Bakker geht jetzt ab. Ich hole mal noch ein bisschen. Ich hole mal noch ein bisschen AP wieder. Juhu, ich habe einen Kill bekommen. Ach ja, der Phoenix ist ja tot. Ups. Willst du eine Medi? Aber ich hau einfach den Medi rein. Ich glaube, du hattest. Ich glaube, du hattest die ganze Zeit gar keine Achievements. Bakker hat momentan zwei. Ich habe momentan zwei.
Stunt. Okay. Boah, okay. Ja, das denke ich, das können wir beenden. Ich glaube, der will gar nicht mehr wirklich gegen uns kämpfen. Er kommt echt einmal. Ich hab ihn! Wieso seid ihr tot? Warum seid ihr beide tot? Was habt ihr gemacht? Ich dachte, ihr macht den Felix tot. Och Mann, ich schaff Amaterasu nicht alleine. Ich bin so wenig Mana. Okay, ich hätte vielleicht sogar finishen können. Aber seid ihr... Ich habe ihn ja hauptsächlich nur angegriffen mit. Aber ich frag mal eins. Seid ihr gerade zufällig nicht auf die Gegner gegangen, auf den Titan, nicht auf den Titan gegangen? Ich frag nur mal so. Okay. Okay. Bugger hat's richtig gemacht. Und ja, Anubis-Ult ging durch alles durch. Okay, also haben wir eigentlich beide richtig gemacht, so gesehen. Dann waren wir einfach noch nicht stark genug, weil wir 10 wahrscheinlich. Was, die machen noch nicht die Fettsack. Das ist doch nicht, wenn sie hinterher liegen, oder? Machen sie wirklich? Nö, hab ich mir schon gedacht. Warum sollten die das machen? Ich komme! Bin da! Ich kann Damage austeilen! Ja, ich kann gerade nicht, ich sterbe gerade. Na, ja, haben sie gekriegt, sehr schön. Naja, die Minions, das sind keine brennenden Minions, oder? Okay, sieht gut aus auf jeden Fall. Ich werde jetzt nochmal hindashen. Und dann sollte es eigentlich zu Ende sein. Ah, volles Leben wieder alle. Hast du gerade Minions geschrieben? Nein, die Minions schaffen es nicht. Na, die Phoenix haben natürlich gekommen, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein Zeichen. Warum bist du... Nein, Backdoor ist doof. Wir finishen die jetzt und dann ist vorbei. Okay, ich glaube, die sind jetzt noch ein bisschen verzweifelt. Aber wenn sie es jetzt schaffen, uns zu deffen, dann können sie noch gewinnen. Der Backflips Pro sollte jetzt aber sich mal fokussieren darauf. Sonst verlieren wir jetzt noch, weil wir rumalbern. Okay, oh, gut, Anubis finished. Geht auch. Gut, das ist jetzt zu viel gelacht, ihr könnt aufhören. Das sind wir nicht würdig, hört auf. Okay, das war jetzt eine gute Runde. Nach diesen ganzen Fails und vergessen aufzunehmen, endlich mal ein Erfolg für uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut nächstes Mal wieder ein. Let's Play Smite. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.